Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 der Ork-Krieg-Modifikation. Wir suchen heute einen Handelsvertrag. Der ist irgendwo im Gebüsch da vorne bei den Schafen. Was macht denn Eva da hin? Steigt auf einen Stein. Ja, der soll sich ja irgendwo hier befinden im Gebüsch. Und der ist aber schon, es ruckelt gerade ein bisschen. Handelsvertrag, wie sieht denn der aus? Beziehungsweise sollen wir direkt Hefja damit konfrontieren oder ihn einfach mitnehmen? Boah, das wäre blutig, ey. Jeden Monat liefere ich Bruno an die Bauernhöfe von Ausgestaltung. Ist das ja der richtige? Ja, ne? Okay. Der ist ja blutig. Sollen wir jetzt zu Hefja gehen oder... Das noch mal. Mich fragt ja keiner. Irgend so ein Scheiß. Das ist doch nichts Neues. So. Hey, du. Hefja! Glaubst du wirklich? Okay, nee, der hat dazu gar nichts. Ich brauche das. Was willst du? Nee, der kann uns nur. Der ist immer nur noch der. Die helfende Hand. Genau das habe ich. Hat der hier eigentlich noch einen Sinn? Oder ist der einfach nur wahnsinnig? Würde mich eigentlich brennend interessieren, weil der doch irgendwie ein seltsamer Charakter ist. So ein kranker Typ. Ein kranker Bastard kann ja nicht einfach nur da sein. Übrigens, wir könnten noch mal raus in das Schiff, beziehungsweise erstmal gucken, ob wir die Lurker hier kriegen. Wir quasi in meinem Anfangsgebiet hier aufräumen können. Das wäre nämlich mal eigentlich ganz sinnvoll. Das ist ein Seichel. Ach Junge, da dann. Wir bringen auch nur 3 CP. Zu plündern. Standardseite hätten wir vielleicht. Ah nee. Vielleicht ein bisschen warten. Scheiß drauf. So viel Geld bringt es jetzt auch nicht ein, wenn wir die ausnehmen und häuten und die Krallen abziehen und sonst was. So viel bringt es ja auch nicht. Dann würde ich sagen, wir schwimmen mal raus. Gucken, was wir da so finden können. Habe ich ja auch angekündigt, dass wir jetzt ein bisschen aufräumen hier in der Nähe von den Bauernhöfen. Da wir jetzt so questtechnisch hoffe ich mal alles haben. Also zumindest hat niemand was bemängelt, dass was fehlt. Also denke ich mal, dass wir alles soweit richtig gemacht haben. Das ist ja schon mal schön. Können wir unter Wasser vielleicht mehr? Nee, nicht wirklich. Gut. Dann gehen wir weiter zum Wrack. Sieht eigentlich standardmäßig aus wie ein ganz normales Wrack. Nichts Besonderes. Wobei etwas Besonderes schon. Wir müssen gar nicht durchgehend tauchen, was mir ziemlich gut gefällt. Weil die meisten Schiffe sind fast vollständig unter Wasser. Da guckt nur der Mast raus. Das heißt, wir müssen halt tief runter. Und hoffen, dass die Luft ausreicht, aber hier ist das nicht mehr der Fall. Ich kann ja aber genau die Sachen auch einfach so. Kommen wir irgendwie hoch hier an dem Balken hier? Kann man da. Hallo? Kann ich da irgendwie. Ach genau, genau das meinte ich. So ein Fisch. Okay, Fische liegen da drin. Das sind ja auch arme Viecher, wenn die hier auf dem Wrack sterben, im Wasser. Was eine Ironie. So, was haben wir denn in den Geldbeutel? Ja, okay, ein paar Münzen. Besser als gar nichts. Ach ne, hier unten nochmal. Wenigstens etwas. Halt, ne, ich wollte noch gar nicht ins Wasser. Na, hallo, Kollege. Ein Logbuch, aha. Moment mal, ich muss niesen, ja. Muss ich kurz den Muten hier.
bin ich auch schon wieder. Was haben wir hier? Ein schwerer Ast. Ne, hör mir auf, ehrlich. Hier finden wir nur schwere Äste. Ich meine, das dürfte ja das Schiff sein, mit dem wir, oder? Ist das das, mit dem wir reisen wollten, sollten, gefangen genommen wurden, sonst was? Ja, das geht gar nicht. Einmal außenrum scheint nichts mehr Wichtiges auffindbar zu sein. Hier kann man stehen auf den Dingern, das war mir irgendwie bewusst. Nun gut, also Logbuch. Ach, das ist dasselbe. Hör mir auf, ehrlich? Okay. Das sah ja geil aus. Okay. Gut, ja, das war's eigentlich hier, denke ich mal. Ein bisschen Geld, so jetzt ist alles ein bisschen dunkel gerade. Das ist leider so lange, bis wir wieder an Land kommen werden. Oder ich einmal K drück. Okay. Habe ich auch nicht gewusst. Dann wieder auf zum Land. Ein bisschen was prügeln, beziehungsweise zurück zu Egon zu schlappen. Und dann... Bin mal gespannt, wir können auch erstmal zum Fischerdorf gehen. Mir ist es eigentlich Latte. Weiß ich nicht. Bin aber momentan etwas erkältet. Habt ihr vielleicht in der letzten Folge schon ein bisschen raushören können. Deswegen, ich müde mich auch mal kurz, weil meine Nase läuft wie Sau. So, wir können ja auch vielleicht mal bei unserem Kumpel hier noch irgendwas... Ich habe Arbeit für uns. Nee, mit dem haben wir irgendwie keine... Lass dich nicht unterkriegen. Gut. Mit dem haben wir irgendwie keine Interaktionsmöglichkeiten momentan. Ich frage mich ja, ob der irgendwie hier für den Rest seines Lebens sitzen bleibt auf Hefjas Hof, auf der Bank. Weil irgendwie hat er ja sonst... Ich dachte, das wäre wenigstens so ein ständiger Begleiter, weil... Das wäre gerade... Also ich meine, der kann ja mit den Quests helfen. Ja, der gibt ja seine Tipps ab. So ist ja nicht, dass er vollkommen unnütz ist. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, wenn der so ein stetiger Begleiter sein kann. Also so jederzeit, wenn ich ihn brauche, nämlich mit so in der Richtung. Aber nun gut. Es ist so, wie es ist. Also, ja, eilen wir ohne ihn weiter. Ich habe deinen Handelsvertrag gefunden. Sehr gut, gib ihn mir. Das ist er. Wir dürfen das Heft ja nicht so einfach durchgehen lassen. Aber wie können wir das nur beweisen? Ich bin mir sicher, dass die Feuermagier wissen, wie man das beweist. Vertrauen kann ich ja auch. Bring den Vertrag in die Stadt zu den Feuermagiern. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Das Gold hast du dir verdient. Und bevor ich es vergesse, hier hast du den Passierschein. Viel Glück in Austria, du wirst es brauchen. Genau, und jetzt haben wir quasi sogar den Auftrag. Und sogar, was haben wir eigentlich jetzt irgendwas... Genau, Zugang zu Austria haben wir jetzt nämlich abgeschlossen. Haben wir es da jetzt so gesehen, wie gesagt, den Auftrag, die Pflicht und die Möglichkeit, hey, in die Stadt zu kommen. Aber wie gesagt, wir werden noch ein bisschen hier EP farmen erstmal. Außerhalb. Sofern möglich. Aber questtechnisch mussten wir noch nicht ins Fischerdorf. Also keine Ahnung, was damit noch auf sich hat. Jetzt auf jeden Fall erstmal die... äußerst selten Weidenbären mitnehmen und danach noch ein paar Goblins prügeln, sofern wir das hinbekommen. Das wird gleich wieder so ein Trauerspiel, aber egal, wir werden es mal sehen. Da ist deren Lager. Sind fast full life.
Ja, oder wir locken einfach nicht alle an. Das ist natürlich auch eine Idee. Wobei die immer alle angeeiert kommen. Ungefähr so. Aber das waren doch mehr als vier, oder? So ist es natürlich klar, das waren doch mehr. Waren da nicht auch schwarze Goblins dabei? Bin ich gerade vollkommen bekloppt. Also bin ich im Normalfall schon, aber das... Jetzt halt mal auf, Mann! Hat damit ja nichts zu tun. So. Und silberner Ring, heißt ja gar nicht mal so schlecht. Nichts da zu holen. Ist nichts zu holen. Aber wenigstens verticken dann den Scheiß. Da ist nichts zu holen. Also ich kann was dabei. Doch, noch einer. Sehr gut. Haben wir ja Glück gehabt. Etwas zumindest. Es kann natürlich sein, dass... Nee. Das war, waren das nicht mehr als vier oder... Ja, kann auch sein, dass ich mich gerade vertue, aber... Naja gut, jetzt haben wir sie. Und hier geht's wahrscheinlich auch... Oh, die... Wo zur Hölle? Was? Okay. Nee, ich sag ja nichts, aber... Habt ihr das auch gesehen? Sie hat in der Luft geschwommen. Das ist herrlich. Das ist wieder so schön bescheuert. Ich tank mal ein bisschen Leben auf. Sicher ist sicher, am Ende passiert noch irgendwas Blödes und dann... Oh, sogar verfaultes Fleisch, ach schön. Das habe ich am liebsten, wenn es faul ist. Da muss man immer so toll kotzen davon. So, Monsterdetektor und mal schauen, was wir so finden. Aber wenn wir eh nach Austria rein müssen, können wir wenigstens vor der Stadt ein bisschen Gegner aufräumen. Wir sind gerade verdächtig viele, wenige. Verdächtig viele, ja, aber ich kann meine Augen nicht trauen. Nur noch Gegner, ich sehe nur noch Gegner. Ach, Hals sind Pflanzen. Verwechselt. Ja, aber ich würde auch gerne wissen, ist das, also sind das mehrere Kapitel in dem Spiel? Oder sind das... Oder ist es halt ein Kapitel? Und wir laufen quasi von Ort zu Ort, bis alles fertig ist. Würde mich gerne interessieren. Ich erinnere mich jetzt gar nicht dran. Wie das ist. Genau, Blutfliegen können wir sogar ausnehmen. Das ist gar kein Jagdtrophäen-Wertverlust, wenn wir die ausnehmen. Hier haben wir Scavenger. Mal gespannt, wie viele. Ich setze nicht immer nur einen. Oh, es ist mehr als einer. Den hat's aber erwischt, hey. Das war ein critical hit, ey. Ein ganz kritischer. So, nächster bitte. Sogar zwei dürfte kein Problem sein. Ja, also so wird's ein bisschen schwierig, wenn der auf mir rumeiert. Das war echt ein kritischer Treffer. Die Chance davon ist immer noch sehr gering. Wobei, wir haben ja ein bisschen Einhand. Ein bisschen Einhand haben wir, ja. Stimmt. Haben wir ja ganz klein wenig. Ja, ich sehe nichts von dem Kack hier. So. Die Chance ist natürlich noch sehr gering. Wie viel haben wir? 15%, glaube ich. Dürften wir haben. Kannst du wieder aufhören, wenn ihr da kämpft? Du störst. Die haben jetzt zum Beispiel gar keinen kritischen Treffer eingefahren. Den haben wir uns ein bisschen vermöbeln lassen. Und ein Käse obendrauf. Und noch ein Käse. Und noch ein Käse.
wundert euch nicht, wenn es mal kurz nein, meine EP, halt! Halt, meine EP. Meine EP. Sanjo, meine EP. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn es mal kurz so ruhiger ist, dann bin ich kurz gemutet und muss mir halt die Nase putzen. So dumm sich's anhört, aber ich bin halt ein bisschen erkältet. Vor allem war es nicht so schlimm, bevor ich die Aufnahme gestartet hatte. Da dachte ich so, ein bisschen, ja komm. Gedämpfte Stimme, ist ja egal, nimm's auf. Was? Ring der Priester? Ah, das ist... Ne, den hatten wir schon davor. War wahrscheinlich wieder irgendeiner von denen. Feuerschutz, Flammenschutzring oder Ring der Lebenskraft, den haben wir eh schon zweimal. Was war ich dabei? Eisenhaut und Lebenskraft. Was haben wir hier so bei Level Up? 1000 DP noch, okay. Geht eigentlich so, jetzt ist so die Frage, wer ist Sancho, oder? Da ist nichts zu holen. Und was ist das hier für eine edle Hütte? Das ist ja mal richtig, also das ist ja... Das ist ja vorzüglich hier, also hier möchte ich auch gern leben. Das ist ja, was ist denn das hier? Rum, Muschelfleisch und Fische. Also das ist ja auch ein armer Pirat, also... Das ist ja keine Bleibe. Aber mit dem Labern, wie geht's? Was hat dich denn hierher verschlagen? Wie ist die Lage? Was glaubst du, wie die Lage ist? Ich bin hier gestrandet. Hab vielleicht doch Proviant für 2 Tage und komm sicher nicht in die Stadt rein. Was glaubst du, wie es mir geht? Wieso bist du gestrandet? Die Milch hat mir nicht gut getan. Hartes Zeug, weißt du? Ich habe an einem Abend zu viel gesoffen und bin dann vom Boot gefallen. Und ich habe König Roba getötet. Für eine Landratte bist du gar nicht so dumm. Ich werde dir die wahre Geschichte erzählen. Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich war ein Pirat auf der Karavelle Blühende Jungfrau. Wir hielten Kurs auf Austria, um unsere Beute zu verkaufen. Aber diese verdammten Gewässer sind seit dem Krieg noch unsicherer geworden, als sie es eh schon sind. Normalerweise lassen uns die Orks in Ruhe. Aber diesmal haben sie es wohl anders überlegt. Keine Ahnung, ob sie Gold brauchten. Vielleicht hielten sie uns auch einfach nur für eine Paladin-Fregatte. Wir hatten keine Chance gegen diese Bestien. Erst haben die Schamanen uns das Segel angezündet. Dann sind die Orks in fetten Rüstungen gekommen. Gegen die hast du keine Chance, sag ich dir. Ich bin sofort von Bord gesprungen. Adern und sehr dank bekam ich eine Planke zwischen die Finger. Die Strömung hat mich dann hierher gespült. Die ganzen Schiffteile wurden noch angespült. Davon konnte ich mir diesen Unterschlupf bauen. Das war meine Geschichte, Fremder. Aber was willst du eigentlich von mir? Ja, also die Hütte ist schon mal wirklich schön, da kann man gar nichts sagen, die du aus den Planken gebaut hast. Das ist ein Unterschlupf, kann man das kaum was nennen. Was gibt's Neues? Als ob ich dir berichten könnte, was hier so vor sich geht. Wenn du nur so ein Mist fragst, kannst du dich auch wieder verziehen. Ansonsten, ich hätte halt vielleicht versucht, mir ein wenig ein Dach zu bauen, aber okay. Ahoi Landratte. Ahoi Landratte. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Typ. Ein Pirat, der gestrandet ist. Wo gibt es auf dem Archipel Piraten? Wir haben auf der östlichen Insel des Archipels unser Lager. Hier ist es uns zu gefährlich. Im Norden die Orks und im Süden die Paladine. Ich sag dir, wenn du mal einen Puff sehen willst, dann musst du zu uns kommen. In unserem kleinen Nest kannst du mit Gold all deine Träume wahr machen. Okay, mehr zu mir merken. Was gibt es denn sonst noch auf eurer Insel, außer Nutten und Alkohol? Die östliche Insel des Archipels ist eine Dschungelinsel. Wenn du dich da mal verläufst, ist es aus. Im äußersten Norden der Insel gibt es außerdem einen großen Vulkan. Bei uns wird gemunkelt, dass da oben Nekromanten ihr Unwesen treiben. Aber solange die uns in Ruhe lassen, lassen wir die auch in Ruhe. Klingt ja ganz interessant sogar. Wie komme ich auf die östliche Insel des Archipels? Die meisten schwimmen, aber wenn man gut ist, kann man auch den Weg tauchen. Deine Ironie geht mir langsam auf den Sack. Wenn du auch so eine dumme Frage stellst... Von einer Insel zur anderen gelangt man meistens mit einem Boot. Aber in diesen Tagen ist der Seeweg nicht mehr sicher. Ich denke, die einzigen, die dich sicher von hier auf die östliche Insel bringen können, sind die Orks. Vielleicht findest du aber auch einen, der sein Boot verkauft und dir eine Crew gibt. Dann könntest du selber auf die östlichen Inseln segeln. Aber ich wette meine Seele darauf, dass ihr entweder in den Marschstrom von Austria gesogen werdet oder euch die Orks erwischen.
Nun gut, wie dem auch sei, wir werden mit dem noch ein bisschen reden, weil vielleicht können wir den auch so ein bisschen wie bei Greg, dem die Kleidung geben oder den Passierschein, dann geht er rein und wir mogeln uns rein, keine Ahnung, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, aber wie dem auch sei, wie gesagt, wir labern mit dem noch ein bisschen, können vielleicht einen Auftrag für den machen, Laufburschenquest, keine Ahnung, wie dem auch sei, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dahin, tschüss.